Hier geht es ein bisschen um Segeln und die Finanzierung in der maritimen und finanziellen Welt. Die beiden sind begeisterte Segler und haben angefangen, ein System zu entwickeln, in dem Seekarten mit um Seekarten zu ersetzen. Sie sind mit der finanziellen Welt in Berührung gekommen, als sie versucht haben, Geld dafür zu sammeln. Und sie werden darüber reden und erzählen, welche Fortschritte sie gemacht haben, was sie gemacht haben und was sie damit tun werden. Also begrüßt Ian und Reid. Es ist sehr warm hier drin. Schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Ian und ich werde diesen Vortrag zusammen mit Reid halten. Der kommt gleich auf die Bühne. Ja, was ist mit Hackerfleet passiert? Wir haben es im Jahr 2011 als Startup gegründet, die Hackerfleet, um Hardware für die Weltmeere zu bauen. Die Mission ist, die restlichen 71% des Planeten zu verbinden. Die Landmassen sind relativ gut verbunden, aber auf den Ozeanen gibt es einfach keine Infrastruktur außer Satellitenverbindungen und die sind teuer. Der Plan war, Hardware und mit vernünftigen Antennen auf jedes Schiff zu schicken und damit ein Mesh-WLAN-Netzwerk zu bauen und um Schiffsbetreiber ihre Hardware miteinander zu verbinden, die sie von uns hätten kaufen können und dann die empfangenen Daten mit allen anderen Schiffen in der Gegend zu teilen, damit jeder davon profitieren kann von tiefen Informationen, Wetterinformationen, besseren Charts. Und zum Schluss wird all diese Informationen in einer Web-App dargestellt auf einem Webserver, der an Bord des Schiffes ist, auf unserer Hardware. Und die kompletten nautischen Programme anzeigt, der kompletten Crew und allen Gästen an Bord über die Geräte, die sie schon haben, zum Beispiel Smartphones oder Laptops, Tablets und alles, was ein Webbrowser hat. Das ursprüngliche Geschäftsmodell, das wir versucht haben, war relativ einfach und bestand aus drei verschiedenen Einkommensquellen. Das erste war, Hardware zu verkaufen und zu bauen. Das zweite waren 10%, haben wir geschätzt, dass sie aus den Teilnahmegebühren kommen würden, weil die Teilnehmer viel Geld sparen würden, dadurch, dass sie keine Satellitenverbindung brauchen. Und wir dachten, dafür könnten wir ein bisschen Geld verlangen. Und der dritte Teil war Customization. Also kannst du dafür sorgen, dass die Oberfläche so aussieht wie die Farbe der Couch auf meiner Yacht bis kompletten FFM-Analysen. Und wir wussten, was alles benötigt würde. Das wären die Sachen gewesen, die man hätte customizen können. Und auf diesem Geschäftsmodell haben wir versucht, Investoren zu finden. Wir haben das getan mit dem Basisfaktor. Wir wollten die Produktion outsourcen an eine Firma. Das Buzzword-Bingo wäre dafür Contract Manufacturing und das andere, was wir im Haus nicht haben wollten, war die E-Fulfillment, noch ein Buzzword für eine Firma, die einfach nur Pakete für dich aufbewahrt und dann an die Besitzer der Geräte weiterlautet. Im Grunde ein Amazon Warehouse. Wir haben geschätzt, dass wir ungefähr 4,7 Millionen Euro über 3 Jahre brauchen würden, damit wir das in diesem Umfang leisten könnten. Und in dieser Zeit wollten wir von 2 Angestellten, also mir und Reid,
Hallo, ich bin Riot, ein Co-Gründer und ein der Entwickler der Software. Wir dachten also, dass wir von 2 Angestellten in 3 Jahren zu 60 Angestellten kommen würden. Und wo kommen wir das Geld her, diese 4,7 Millionen Euro, die wir geschätzt haben? Wir haben herausgefunden, dass es 3 Hauptgrants für Geld gibt. Zum ersten Regierungsgrants, zweitens Kredite und drittens Risikokapital. Die Gründe dafür für Risikokapital sind folgende. Die Regierungsfonds, die es gibt, sind relativ klein, wenn man sie ohne private Investoren bekommt. Das heißt also 10 bis 50.000 Euro. Um als kompletter Regierungsfonds für ein kleines Startup, das kriegt man relativ leicht mit einfach ein paar Pitches und ein bisschen Geschäftsentwicklung mit Anzügen und teuren Buchhaltern. Aber das ist nicht zu schwierig, aber das ist nicht genug Geld. Es gibt auch große Fonds, die mit mehreren Millionen Euro, aber die funktionieren ein bisschen anders. Die Regierung fügt Geld zu einem Investissement hinzu. Also wenn ein privater Investor ein paar Millionen investiert und dann dass die Regierung 45% hinzufügt, dann kriegst du von der Regierung noch 450.000 Euro. Je nach Programm sind diese Quoten zwischen 45% und 85% hoch zusätzlich zum privaten Investissement. Und das haben wir jetzt angeschaut, wir haben mit ein paar Agenturen gesprochen und die dachten, wow, toll, Hightech, endlich irgendeine tolle Idee und nicht die nächste Kochbuch-App mit Rezepten fürs Kochen zu Hause. Und die haben gesagt, ja, kommt zurück, sobald ihr einen privaten Investor habt. Und wir dachten uns, jawohl, so soll das doch funktionieren, das Risikokapital wird leicht. Also begannen wir unsere Suche nach Risikokapital mit der positiven Antwort, die wir erwartet haben, die Hightech GF, also der Hightech Gründerfonds. Die sind sehr, das ist von der Investitionsbank Berlin IBB. Mit diesen Informationen im Kopf war die logische Entscheidung, Risikokapital zu sammeln, und wir haben angefangen, das zu tun. Wir schätzten, dass es ein paar Risiken in unserer Firma und der Organisation gibt, zusammen mit diesem Investissement. Das ist die tatsächliche Liste der Risiken, nicht das, was wir unseren Investoren genannt haben. Einige haben wir ein bisschen stillgehalten. Das erste war Software. Bis heute haben wir keine Ahnung davon, ob unser Konzept eines Mesh Networks, wie haben wir es genannt? Batman. Unser Konzept auf Batman basiert, tatsächlich funktionieren würde mit den Protokollen, die wir uns ausgedacht haben. Es gibt immer noch eine große Chance, dass es in ein paar dichteren Gegenden des Ozeans mit ein paar hundert Chips einfach crashen würde, einfach weil die Mean Transfer Unit zu klein wird, verglichen mit dem Overhead in der Übertragung. Und das ist ein Risiko. Ein anderes wäre die Stabilität unserer Software und unserer Hardware. Es bringt nichts, wenn sie regelmäßig gewartet werden muss, weil kommerzielle Schussbetreiber entweder einen Ersatzteil haben oder der Techniker innerhalb von 8 Monaten für 6 Stunden an diesen Hafen kommen kann. So funktioniert Wartung auf großen Schiffen. Also entweder muss es funktionieren oder es wird nicht gekauft. Mit dem Hardware, den Risiken, von denen wir gelernt haben. Es könnte sein, dass wir Probleme haben könnten mit Subcard-Harte, mit unserem Unterkontrahenten, also diesen super fantastischen Buzzwords, Contract Manufacturing. Also Sie haben Macht über uns, und wenn Sie das ändern wollen, dann ändern Sie das. Und zweitens, auch wenn wir den Board gebaut haben, wenn wir unseren Board gebaut sind für Militärstandard, werden sie das tatsächlich aushalten? Oder das ist wer weiß. Eine weitere Sache ist der Preis der Inflationsrate.
Also bis heute können wir noch nicht so wissen. Und das war unser Problem. Also wir dachten, das würde kein Problem mehr, wenn wir das Geld haben. Weitere Fragen, die wir hatten, war, wie viel Daten wollen wir eigentlich, wenn wir bekommen von den Daten ein paar Megabytes oder ein paar hunderte Megabytes. Und deswegen waren wir nie sicher, wie viel Geld wir brauchen für die Speicherung von unseren Daten. Technisch ist das nicht komplett. Wir packen noch ein bisschen mehr dazu. Aber aus einer anderen Perspektive ist das ein ziemlich starke Kosten. Es ist kostenspiegelig. Also wir haben dann mit unseren Investoren gesprochen. Und eine andere Sache, dass die Startup nicht gesprochen, dass die meisten Startups nicht reden, ist, dass es könnte sein, dass wir zu viel Rückgabe wegen Hardware-Probleme in den Verkaufsseite, Sachen, die wir uns gesagt haben und wir haben davon gelernt. Also wir waren nie in der Lage, neue Benutzer zu erwerben. Wie viel das kostet, das können wir nie berechnen. Normalerweise macht man das mit über eine Zeit und wie viel der Marketing kostet und wie viel neue Nutzer wir haben und dann haben wir das, dann teilt man das eine mit das andere und dann hat man den theoretischen Kost für einen neuen Ding. Wir haben niemals ein Modell dafür bekommen, hingekriegt oder nicht mal ansatzweise einen, wie viel davon ist. Wir hatten auch Angst, dass die Installation eines Hardware und wie das ob die unseren Benutzern das als zu komplex diese Installation wahrnehmen. Und zuletzt, wir haben zu wenig Kunden zu spät. Und am Ende die Sachen im Team, also das haben wir niemals mit dem Investoren gesprochen. Bis jetzt sind wir sicher, dass es ein Risiko geben kann, dass wenn richtig Geld in einer Firma ist, es kann ein Problem geben zwischen Open Source und proprietären Software, diesen Blobs. Und das haben wir noch nicht gelöst, weil ja, es hat nicht funktioniert. Und die weitere Sache ist, dass natürlich, wenn alle die Daten, wenn wir so viel Daten bekommen von diesen ganzen Sensoren, was machen wir dann? Die Daten werden gelöscht. Also wir speichern nicht die Windgeschwindigkeit und so weiter. Und es gibt Daten deutlich mehr, dass wir bekommen könnten durch unsere Hardware. Und das ist wertvoll. Aber es gibt eine ethische Frage, ob wir das verbinden, also ob wir das verkaufen oder agieren auf diesen Werten. Und wir als zwei Open Source Liebhabern oder dachten wir, okay, würde es Probleme erstellen mit weiteren Investoren und ja, für diesen Fehler waren wir. Wir müssten in so einem Fall, das ist unser Baby und ja, das ist unser Baby. So, keiner wird verletzt. Ja. Mit diesen Slides und die Risiken, von denen ich gerade geredet habe und Berechnungen und viel mehr, wir sind dann zum Investoren gegangen und wir haben den erklärt, wir haben Investoren-Speed-Dating, was das Komischste, das ich jemals getan habe. Oder eine von den komischsten Sachen, die ich jemals gemacht habe. Und meistens auf diesen Events, manchmal war ich allein, manchmal waren wir zu zweit. Und normalerweise, es war ziemlich viel Bullshit. Also ich habe 10 Leute, also ich habe 10 großen Risiken. Also ich habe 10 Leute getroffen, die neue Kochbuch oder Kochbuch-Apps. Ja, Kochbuch-Apps oder weitere Sachen, also ziemlich verrückte Sachen, was man da sieht.
Und weil es so verrückt ist, wenn jemand kommt mit einer richtigen Idee, um das alles besser, um die Menschheit zu helfen und Geld damit zu machen, und ja, weil ein Investor will wissen, wie schnell er sein Geld zurückbekommt und mehr. Wir haben immer den Feedback bekommen, hey, das ist eine super Idee, aber... Also da sind ein paar Beispiele von diesen Antworten, die wir bekommen haben. So, das ist ein Hardware-Startup. Wir entwickeln ARP-Hardware und einen Investor wollte einen Cashflow, dass er positiv ist, in 9 Monate und 18 Monaten Profit. Das ist nicht mal in E-Commerce möglich. Also vielleicht ein aus Tausende, aber niemals mit Hardware unmöglich. Dann Investoren waren like, sie sagen mir, wie toll das ist, und er gehört einen Hafen. Und er könnte nicht investieren, weil er in der B-Runde ist, also die zweite Investitionsrunde, nicht die erste. Ich weiß nicht, warum der nicht einfach sagen könnte, hey, ich mach's doch diesmal. Aber normalerweise, wenn man, also ich glaube, dass wenn B-Rounds kauft, dann ist es teurer auch. So, ja. Super Name, super Idee. Ja, super Name, aber falscher Name. Und ihr müsst euren Namen ändern. Und ihr müsst eine Fallstudie über ihren Namen und ihren Markenname. Ja, das ist Hackerfleet, das ist Open Source. Und ich denke, diesen Name ist gut. Und ja, das war die Name. Und ja, natürlich werden wir zu irgendwelchen Verkaufsdingen. Ja, wir werden natürlich die Digital C-Systeme nutzen. Das ist wirklich sehr nur für Verkauf, nicht für die Entwicklung. Und dann die beste war, ja, das ist super, aber könnt ihr da vielleicht auf der Hardware verzichten? Und könnt ihr das nicht mit nur Software machen, bitte, bitte? Nimmt den Hardware einfach weg. Und das ist, was Investoren uns gesagt haben. Also wirklich, das ist, was ihr uns sagt. Ihr wollt unsere Idee komplett zerstören und dann investieren in etwas, das eigentlich keinen Sinn mehr macht. Und dann, oder uns wurde gesagt, wir müssen die Requirements ändern. Die Requirements von Die Bedingungen ändern. Na, die Bedingungen, die Bedingungen, bevor man einen Customer wird. Also man kann ein Kunde werden, ohne der Hardware zu haben. Ohne ein Schiff zu haben. Ohne ein Schiff zu haben, sorry. Ja. Ja, weil, ja, man braucht ein Schiff, weil ansonsten, ja. Und das Allerbeste war, die letzte. Mir wurde gesagt von einem Investoren, der, also wir werden nicht, also er wird nicht in, er wird uns kein Geld geben, bis wir alle Daten, die wir bekommen haben, an Schiffsversicherung verschickt haben. Wir haben die Daten noch nicht, aber ja, im Voraus müssen wir die Daten verkaufen. Also, die meisten, ja, wir müssen alle unseren privatschweren Problemen, Ideen einfach da wegschmeißen über Bord und einfach das verkaufen, die Daten, die wir noch nicht haben, in Voraus. Und für all diese Gründe, das kann nicht den richtigen Grund, warum sie nicht bei uns investiert haben. Und wir haben circa 1,5 Jahre gebraucht haben, was die echte Gründe waren. Und wir sind jetzt, wir haben gesagt, denk groß, und man sagt uns, denke große. Und deswegen, wir haben da einfach zu klein gedacht für eine Company, die Hardware macht. Und unser Business Model sollte sein, Hardware innerhalb von 3 Jahren rauszubringen. Und das war das, was wir geschätzt haben,
wir haben gedacht, so lange dauert es, bis wir Cashflow positiv werden, also bis wir Einnahmen machen, und viel länger geht heutzutage nicht mehr, weil drei Jahre sind inzwischen der Standard. Und wir haben ein Geschäftsmodell gemacht, in dem wir Hardware schnell rausbringen können und damit ein bisschen Geld machen können, aber die Investoren haben das nie wirklich verstanden, dass der große Wert in der Firma durch das globale Mesh-Netzwerk, also durch die Infrastruktur kommt, indem wir die restlichen 71% des Planeten verbinden und alle die Vorteile, die daraus entstehen. Die meisten haben es einfach nicht verstanden und dachten, dass sie ihr Geld einfach nur von den Hardwareverkäufen wieder reinholen müssten. Aber Geld aus dem Mesh-Netzwerk zu machen, dauert mindestens 5 bis 10 Jahre, zumindest in unserer Vorstellung, und solange will kein Investor warten. Und wir haben von den Investoren gelernt, dass Hardwareherstellung und Verkauf kein ausreichendes Geschäftsmodell ist, weil man nur die Investition verdrei- oder vierfachen kann, weil man für die Hardware bezahlen muss. Man kann es nicht unendlich skalieren, sondern es kann nur linear skalieren, aber nicht exponentiell, weil man halt Hardware herstellen muss und dann verkaufen muss. Also Hardware herstellen und verkaufen reicht nicht für Risikokapital. Und im April haben wir herausgefunden, dass wir versehentlich aus der Geschäftsentwicklungsseite einen mittelgroßen Hardwarehersteller designt haben, außer einem Buzzword. Bleeding Edge Global Business Operating und so weiter. Wir haben versehentlich einen mittelgroßen Hardwarehersteller hergestellt, anstelle eines Bleeding Edge Global Wow, come on. Bullshit Bingo, win, win, win. Ja, ich habe für den beiden Investoren relativ viel gemacht, aber ich glaube, ich erspare es euch. Wir haben kein Geld bekommen, aber obwohl wir kein Geld bekommen haben, hat die Softwareentwicklung nie aufgehört. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Bühne an Riot übergeben kann, und dann kann er euch zeigen, wie weit wir gekommen sind. Es gibt heute Abend eine Unrelease-Party. Wir machen eine Unrelease-Party, weil wir Continuous Integration machen und Versionsnummern bedeuten uns nichts. Wir wollen aber feiern, dass ihr alle bei uns seid, und wir können schauen, was wir gemacht haben. Das ist hier das Hauptmenü, und wenn ihr das System auf eurem Telefon oder Tablet startet. Unser Ziel ist, dass wir einen Schritt von sowas wie so statischer Software wie OpenOffice zu sowas wie Etherpad machen, wo wir zusammen kollaborieren können, so damit die komplette Crew ihr Telefon nehmen kann und damit zusammenarbeiten kann. Die Software wird von einem Computer auf eurem Chip in eurem System gesteuert, und über WLAN kann man die Client steuern und über Ethernet, aber Wi-Fi ist am einfachsten. Das ist eines der Hauptelemente. Es ist offensichtlich, dass die Seekarte, aber was man hier sieht, ist die Ansicht, die man teilen kann. Also wenn ihr die Route zum ersten Mal plant, dann diskutiert man über die Route, und dann kann man die Karte verschieben und die Wegpunkte anordnen, und jeder kann sein Gerät nehmen und dann sehen, was geplant wird, und darüber diskutieren. Es gibt viele Features, die die Navigation vereinfachen, zum Beispiel Wegpunktplanung. Wir haben auch eine Chatfunktion eingebaut. Wenn man auf einem großen Schiff ist, dann ist das sinnvoll, oder wenn man mit jemandem im Hafen chatten will. Diese Chatfunktion ist überall. Es ist also ein Overlay. Wir haben auch die Tag- und Nacht-Darstellung eingebaut. Das ist das Formular für das Crew-Management, wo man also sein Profil ändern kann und Einstellungen vornehmen kann, welche Markierung man auf der Karte haben will, damit man die einzelnen Crewmember unterscheiden kann auf der Karte. Wir haben auch die kleinen Konfigurationen, damit du also von der Ferne aus auf deinem Schiff andere Clients konfigurieren kann.
Das System kommt in den nächsten Monaten. Das ist die Fahrzeug-Schiff-Detailformular. Es gibt hier viele Details, wir müssen das ein bisschen optimieren, aber die meisten davon haben Zwecke für spätere Features, zum Beispiel für, dass du eine Warnung bekommen kannst, wenn dir das Benzin ausgeht und andere Daten. Und oder wie viele Betten auf dem Schiff sind, damit man die Crew planen kann. Und ein anderer Punkt ist, sind die Dimensionen deines Schiffes, damit du sehen kannst, ob die Brücke, die du unter der du durchfahren willst, zu niedrig ist oder ob dein Schiff zu hoch ist. Also du kannst, dann kann das System dir eine Warnung geben, wenn es glaubt, dass die Brücke vielleicht zu niedrig ist, unter der du gleich durchfahren willst. Aber viele Schiffe können ihre Größe ein bisschen verringern, indem Teile abgesenkt werden. Wir haben auch ein Wiki eingebaut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das erklären muss. Natürlich ist das relativ offensichtlich für Dokumentation und so weiter. Das kann auch später synchronisiert werden mit dem Internet. Und es gibt noch viel mehr. Ich habe einfach nur einen Screenshot aus Waffle.io eingebaut. Ich mag die Features. Ihr könnt den Code sehen und den Code verbessern und uns helfen, dabei das zu machen auf github.com/hackerfleet/hafos. So. Und jetzt werden wir werden eine Sache tun, die eine erste Mal, wir werden Management by Crowd machen. Wir haben vier Strategien und wir müssen eins aussuchen und wir werden es tun und wir werden uns entscheiden, abhängig von eure, was ihr uns gebt. Wir werden jetzt eine Diskussion haben, in unserem Village haben. Jeder ist herzlich willkommen und auch die Leute und wir werden dann vier verschiedene Strategien zeigen und die besprechen. Also ich gehe mal kurz durch. Also das startet am 19.15 und wir werden jede Strategie für 20 Minuten. Also die erste Strategie ist, dass wir weiterhin nach Risikokapital suchen. Es gibt Vorteile und Nachteile. Das werden wir nicht hier diskutieren, sondern später, weil wir ein bisschen schneller machen müssen. Die zweite Strategie ist, wir machen weiter mit Crowdsourcing und sehr, sehr frühen Vorverkauf. Dritte ist, wir verlassen uns auf DIY-Hardware und nicht wir machen das Software und hoffen, dass genug Leute auf Schiffe sind in der Lage, das zu machen und installieren das auf deren eigenen Rechner. Und die letzte Strategie ist, wir verkaufen unsere Idee an eine andere Kompanie, wie zum Beispiel eine Schiffeigentümer-Kompanie. Und das wird alles im BER, also ihr könnt das sagen, kommt einfach um 19.15 bei der BER. Dort sind wir zu finden und ja, guckt auf die Karte. Ja, so. Ja, er beschreibt gerade den Weg. Und ja, wir werden auch dorthin laufen. Haben wir Zeit für Fragen? Wir haben vielleicht 3 Minuten. Es ist schon 18 Uhr. Also ich habe Ihnen noch nicht mal erklärt, aber ich werde das drüben machen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann fragt die jetzt. Okay, danke. Ja, ich wundere mich, wie viele Firmen es gibt, zu denen man das verkaufen kann und wie lang und wie tief ihr da untersucht habe. Ich habe da dran 2 Jahre gearbeitet. Also nur wegen die Shipping, also die Schiffsfrachtkompanien oder also das ist eine Strategie, die wir nicht gewählt haben. Diese Strategie, aber es ist eine Option, die auf der Tabelle ist und wir dann darüber diskutieren. Nee, was ich vorhin gefragt habe, die
Du willst dein Hardware verkaufen auf die auf Schiffe. Deswegen, du musst mit den Leuten reden, die den Schiffe besitzen und das machen. Und ja, wir haben es gemacht und die Leute haben gesagt, ja, wir brauchen das. Okay. Weitere Frage? Also natürlich gibt es weitere Features, die eine Schiffsfrachtgesellschaft wusste und also gebraucht und manchmal könnten wir, natürlich würden wir das bauen und deswegen manchmal können wir sagen, ja, das würde gehen oder nicht. Und nächste Frage, ich liebe diese Idee, die ist wirklich toll, aber das ist ziemlich cool, das klingt relativ offensichtlich, aber für uns, für Hackers, ist das offensichtlich, aber haben keine anderen Firmen sich daran gedacht? Und nein, wir haben noch keinen Mesh Network gefunden, der irgendwie online war, der auf dem Meer war. Und meist jedes Schiff hat eine Verbindung mit einem Satelliten und das ist ein paar tausend Euro im Monat und so funktioniert das. Nur den Treibstoff für einen Frachtschiff ist schon 500 Euro bis 1 Million für einen Tag am See, am Meer. Das ist schon, ja, von daher, diesen paar tausend Euro im Monat für diesen Satellitenverbindung, das ist völlig easy für den. Aber für private oder kleinere Schiffe, dann ist es nicht so billig. Kein Peanuts. Also wir werden uns treffen am BIA und also einfach die Straße runter und das ist irgendwie, es wird dann eine halbe Kugel und dann links gucken. Okay, danke schön, vielen herzlichen Dank.